Das Ding ist, da draußen wartet eine große böse Viech auf mich. Das macht mich tot, wenn ich gehe vorbei. Ich habe echt nicht so viel Munition für diese Arschloch. Außerdem verlaufe ich mich immer. Vor Stress. Wirklich? I, was? Was? Zum Teufel. Ja. Dann schieße ich halt auf den Wirt. Okay, so probier's mit Kopfschüssen. Das habe ich doch die ganze Zeit gemacht. Ehe der mal seinen elendigen, dreckigen Kopf aufgemacht hat. Scheiße nochmal. Spiel das auf normal, Nina. Das schaffst du bestimmt, Nina. Kein Problem, Nina. Bleib bitte einfach liegen. Tu uns beiden den Gefallen. Ich eine Granate. Wie konnte ich nochmal Sturmgewehrmunition herstellen? Ich weiß das gerade gar nicht. Packe ich erstmal weg. Für Flinte oder MAG-Munition. Ich mach damit mal ganz kurz Flintenmunition. War blöd von mir. Sekunde. Nein. Nein. Kann ich nur 10 Schuss? Und wenn ich die jetzt mitnehme? Okay, geht doch. Geht doch, diese... Muss mich leider verabschieden. Muss morgen wieder arbeiten. Minchi, bis dann. Tschüss. So, ich muss mal ganz kurz gucken. Was ist das hier? Hier ist noch ein Schloss. Ein Tresor. Stimmt, ich muss ja immer noch zu diesem Viech da mit dem Tresor. Wie komme ich denn da nochmal hin? Nochmal raus aus dem Donutladen. Donutladen, die Treppe hoch. Das will ich mir jetzt halt auch auf jeden Fall auch noch irgendwie holen, ne? Bin ich richtig? Halt. Habt ihr gesehen, wann ich Pause gedrückt habe? Ah, nein! Steh doch mal auf, Schätzchen. Ach, du schon wieder. Ja? Eine Tentakellänge Abstand. Der gibt Küsschen. Mann, Nemesis, lass die Scheiße jetzt. Ich muss hier hoch. Falsche Treppe runter. Ja, wo war das? Tresor? So, kann ich da jetzt wenigstens gechillt ran?
Dass ich jetzt nicht gestört werde? Kann diese ätzende Musik kurz aufhören? Ich bin in Panik. Ich drücke schon wieder falsche Knöpfe. Neun nach links, drei nach rechts, sieben nach links. Okay, das hat er irgendwie nicht genommen. Neun nach links. Drei nach rechts. Und sieben nach links. Was ist das? Er ist hinter mir. Er ist hinter mir! Ja, also... Finde ich nicht gut. Lauf doch mal ein bisschen. Bisschen. Nur ein bisschen. Der ist schon wieder hinter mir. Keine Zeit. Dieses hässliche kleine Ekelvieh da dran. So, hat er das eigentlich gleich kombiniert? Ich... Büchsenmacher. Warte. Nehme ich Emma mit. Ich habe noch ein bisschen normale Munition. Das muss erstmal reichen. Ach, speichern. Speichern nicht vergessen. Meine Lieblingstätigkeit heute. Keine Zeit. Gott. Ich habe die Dinger. Ich habe die Granaten ausgemustert. Ich komme da nicht hoch. Geh weg. Ist hier irgendwo? Ich laufe jetzt nur noch, ne? Ich, Alter. Wo laufe ich lang? Wo muss ich lang? Wo muss ich hin? U-Bahn-Station. Einfach geradeaus. Mann, Nemesis! Wo lang? Warte. Ich mache einfach Ausfallschritt. Warte. Ich verlaufe mich doch. Jetzt nach rechts. Ist rechts richtig? Rechts ist absolut richtig. Geh da durch. Da kriegt er mich niemals. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon alles ausgelootet habe, wenn ich ehrlich bin, aber... So. Wir benutzen die ja noch nicht. Obwohl ich überlege, ob ich das bereue. Wir haben noch 1, 2, 3, 4. 4 mal Schießpulver. Ich weiß, ich werde das bereuen, aber ich werde mir nochmal Munition herstellen. Ist total doof, dass das nicht direkt stackt. So.
Meine Güte. Und Nemesis, so, fuck, sie hat das Tor zugemacht. Feierabend. Ist wirklich wahr. Denkmal, einfaches Schloss. Es gibt hier noch rote Bereiche. Was habe ich denn da vergessen? Achso, die Leiter. Das ist nicht schlimm. Garage, Inventarbox. Mal ganz kurz nochmal gucken. Vielleicht kommen wir ja hier nochmal vorbei, aber. Für alle Fälle haben wir ja Dietrich. Das nehmen wir gerne, Leute. Das nehmen wir gerne. Sehr gerne sogar. Weiß nicht, warum der rote Punkt jetzt besser ist. Vielleicht für, wenn ich in die Ferne schieße oder so. Gute Arbeit, Supercop. Bin beeindruckt. Läuft nun alles? Ja, fast. Aber wir brauchen noch 30 bis 40 Minuten. Nikolai. Wie steht's? Die Stadt wimmelt von diesen Freaks. Keiner kann sich hier rauskämpfen. Warum ist sie hier? Sie hilft, die Bahn zu aktivieren. Schlechte Zeit, Ballast mitzuschleppen, Freund. Sie ist schwach. Schießt nicht, wenn es drauf ankommt. Hey, mach mal halblang. Sie wird dein Tod sein. Entschuldigung. Sie sind alle etwas nervös. Ach komm schon. Nicht schon wieder. Er ist hinter mir her. Hey! Ich verschaffe euch Zeit. Hey, ich bin nicht dafür. Nein! Warum magst du das? Komm schon, du verdammter Stalker! Du willst Stars? Ich geb dir Stars! Nein, ich gebe ihm nichts Stars. Ich will leben. Los, komm, gib dir mal ein bisschen Mühe. Mach kaputt die Scheiße, der kommt! Sag mal, der ist hinter dir. Wenn du da jetzt nicht sofort durchkraust, ich schwöre. Ich versohle dir deinen Hintern. Chet, was ist das? Ich bin vermutlich immer noch auf der Flucht. Das sieht nach einer echten Stahl- und Panzertür aus hier. Er nimmt einfach die Wand. Ist komfortabler, als durch die Tür zu gehen. Carlos, hörst du mich? Carlos! Verdammt. Ich muss einen anderen Ausgang finden. Rotes Kraut. Wenigstens gibt es hier viele von den Kisten. Ich habe irgendwann wieder ein grünes Kraut gefunden. Nö. Dann kann das erstmal weg. Stacken die sich? Ich habe das jetzt gar nicht ausprobiert. Warte, stacken die sich oder sind die einzeln? Ah, die stacken sich nicht. Wären die nicht gut, diese. Ich verstehe, Nemesis. Eine Frau wie Jill darf man nicht direkt aufgeben. Oh mein Gott. Der Chat heute wieder. Ich müsste endlich mal was trinken. Ich bin so unter Strom, dass ich gar nicht dazu komme. Sturmgewehrmunition. Gott sei Dank. Was war das?
Flipper, der freundliche Delfin vielleicht. Nein, da will ich nicht rein. Ganz kurz, guck mal, euch sieht es wirklich scheiß dunkel aus. Aber wird schon. Was ist das für ein Zettel? Erhöhte Kanalsicherheit. In den Kontrollbereichen der Anlage wurden unbefugte Personen gesichtet. Aus diesem Grund ersetzen wir die alternden mechanischen Schlösser und implementieren neue Sicherheitsregeln. Das Entsperren der neuen elektronischen Schlösser erfordert einen speziellen Akku, der an alle Mitarbeiter verteilt wird. Bitte führen Sie Ihren persönlichen Akku stets bei sich, wenn Sie sich in der Anlage bewegen. Okay. Ich verstehe. Braucht wohl irgendeine Stromquelle. Ich glaube, mein Fahrradakku passt da rein. Ich finde es voll cool. Jetzt verstehe ich auch, warum. Oh Gott. Die Klamotten muss ich verbrennen. Bei dem kommenden Dead by Daylight DLC hat ja der Nemesis natürlich auch ein Mori. Aber nur wenn er Jill Morit, sagt er wohl Stars. Also nur dann ruft er das wohl. Das ist mir erzählt worden von Gengar. Unserer Community quasi. Was ist das? Ich dachte, da kommt ein Vieh. Kann ich hier drüber klettern eigentlich? Nö. Das ist ja wirklich ein Riesenhaufen Scheiße hier, ne? Also explizit hinter ihr her. Kiki, hi! Ich hab dich noch gar nicht gesehen. Wie geht's dir? Ist das ein Frosch? Ein Frosch mit Zähnen. Ihr wisst ja, ich liebe Tiere und deswegen widerstrebt es mir natürlich äußerst, irgendeinem dieser wertvollen Geschöpfe etwas anzutun. Jo, halt, stopp. Ich habe die Granate nicht dabei. Fuck! Zum Teufel war das? Hey, Nina, spiel das auf normal, wo du das Sturmgewehr erst viel später kriegst. Du brauchst es nicht. Du kommst ohne klar. Ich finde das ein bisschen traurig, dass sie hier nichts droppen. Ich gehe mal in beide Tunnel. Verdammt! Jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Gibt's hier nicht eine Karte? Da ist eine Treppe. Wo führt das hin? Was ist das? Halt, stopp. Da habe ich eine Handgranate übersehen. Dass man so alles übersieht. Wo, hier? Da oben irgendwo. Ich bin da oben noch gar nicht gewesen. Nein, bleib doch oben. Ich wollte nur, dass du dich umdrehst. Hä? Jetzt nochmal Butter bei den Fischis. Wo ist die denn? Hinter mir. Wo denn? Da. Okay.
Eine Handgranate ist genug, um diese Kanalrohrbewohner zu exekutieren. Was ist das denn? Brandgranaten. Munition für einen Granatwerfer, weil ich ja auch gerade so viel Platz habe. Da ist auch eine Tür. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen hin und her laufen, um alles abzusuchen hier. Sieht das ja auf einmal so professionell und steril aus. Das sieht doch nach einem Akku aus. Natürlich! Leute, unsere Schrotflinte nimmt nur einen Platz ein, was ich schon gar nicht verstanden habe, weil das Ding nimmt ja schon zwei ein. Aber dieser Akku, der nimmt natürlich zwei Plätze ein. Natürlich! Scheißpulver? Ich habe gar keinen Platz mehr für das ganze Zeug. Sprengstoff A. Stackt nicht, ne? Ich kann das alles nicht mitnehmen. Ich muss nochmal wiederkommen. Ein Liebesbrief? Meine kleinen Lieblinge, es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hierher geflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit Stolz erschauern. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solche unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffen untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Sie führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind und sagten, ihr seid mangelhaft. Haben die nie von Charakterschwächen gehört? Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir weisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter-Gammas, wahrhaft überlegen seid. Was haben sie gemacht? Ihn gegessen zur Ausdankbarkeit? Ich habe zu viel Zeug dabei. Ich werde wahrscheinlich das Sturmgewehr danach erstmal wegpacken, weil ich keinen Platz habe. Ich muss hier halt auch mal zurückkommen. Das ist. Wo komme ich denn zur nächsten Kiste? Inventarbox. War ich da schon? Geradeaus, rechts, links. Juhu! Scheiße. Ekelhaft. Das Problem ist, wie komme ich da jetzt wieder hoch? Okay. Einfach Abstand halten und auf die Gusche schießen. So komme ich hier eigentlich wieder irgendwie hoch. Nee. Shit. Wie komme ich da hoch? Zu dem anderen Raum gehen.
Vielleicht ist hier nochmal eine Inventarbox hinter. Die werden wir erstmal verstauen. Nein! Komm ich hier hin? Das geht? Geht nicht. Kann ich den eigentlich auch drehen? Nö. Hochwertiges Schießpulver. Ich wollte ja nochmal Flintmuni machen. Ernsthaft jetzt. Ich kann nur 20 stacken. Gut. Flintenmunition. Sturmgewehr mal, wie gesagt, erstmal entsorgt. Ich überlege, ob ich die Ich glaube, ich nehme mal die Granaten mit. Tut ja nicht weh, wenn ich die jetzt mal mitnehme. Nur den Schnellzugriff, den möchte ich ändern. Ich mache die. Ach, da. So. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Da ist noch ein Zettelchen. Tagebuch des Forschungsassistenten. 4. März. Wassertemperatur 18 Grad, pH 6,8. Gammas wurden das erste Mal aus ihrem Tank rausgelassen. Bewegung träge, Kampfpotenzial gering. 18. April. Wassertemperatur 20 Grad. Mit zusätzlichen Hormonen und Medikamenten experimentiert. Eine der Änderungen lieferte positive Ergebnisse mit einem signifikanten Anstieg des Kampfpotenzials. Das betreffende Exemplar kann sich jetzt schnell bewegen und Beute in einem Stück verschlingen. Oh, das klingt nicht gut. 30. Juni. Umbrella hat die Gamma-Forschung offiziell eingestellt. Wir konnten einige Exemplare mit hohem Potenzial aus dem Labor schmuggeln, bevor sie entsorgt wurden. Dr. Logan Carly ist mehr als je zuvor entschlossen, die Gamma-Reihe zu perfektionieren. 14. August. Es ist jetzt 2 Wochen her, seit wir in die Kanalisation umgezogen sind. Die höheren Temperaturen führten zu einem Abfall der Wasserqualität, aber die Exemplare scheinen trotz meiner Sorgen gesund zu sein. Die Gammas haben schnell den Aufbau der Kanäle gelernt und haben bereits nach 2 Tagen angefangen, den Untergrund von Raccoon City zu erforschen. Alle Exemplare kennen uns und sind uns freundlich gesinnt. Ich habe uns aber als Schutzmaßnahme leistungsstarke Waffen für den Fall beschafft, dass die Gammas unkontrollierbar werden. 1. September. Wir hatten Glück, dass wir uns diesen Ort sichern konnten, indem wir die Abteilungsseite der Kanalisation bestachen. Aber es wird langsam eng, da die Gammas noch weiter wachsen. Wir sollten uns um andere Unterbringungsmöglichkeiten Gedanken machen. 9. September. Wassertemperatur 21 Grad, 6,0 pH. Ein Mitarbeiter der Wasseraufbereitung hat sich in unser Labor verirrt, aber die Gammas haben ihn unverzüglich eliminiert. Dies beweist ihre Feldtauglichkeit. Ich werde morgen Umbrellas europäische Zweigstelle kontaktieren. Vielleicht haben sie ja ein Einsehen. Rechnung von Gunshop Kendo. Vielen Dank für Ihren Kauf eines Blabla-Granatwerfers. Wir haben besondere Modifikationen vorgenommen, die die Waffen mit einer Vielzahl Munitionsarten kompatibel machen. Stellen Sie für die optimale Leistung sicher, immer die richtige Munition für die Situation zu verwenden. Da es sich bei dieser Waffe um ein general überholtes Modell handelt, verfügt sie nicht über eine Automatik. Das verringert zwar die Schussfrequenz, aber diese Tatsache wurde im Preis berücksichtigt wie abgesprochen. Handschriftliche Notiz. Explosive Granaten. Sprengstoff A zweimal. Brandgranaten, Sprengstoff A plus Sprengstoff B. Säuregranaten, Sprengstoff B zweimal. Minengranaten können nicht einfach hergestellt werden. Es lohnt sich nicht, welche zu besorgen. Würden uns gegen die Gammas nicht helfen. Okay, also explosive Granaten A zweimal, Brandgranaten A plus B und Säure B zweimal. Hoffentlich kann ich mir das merken. Komm zu Mama. Bin ich aber schon wieder ganz schön voll. Und ich muss noch den Loot holen, Leute. Wir müssen erst den Loot holen. Warte, warte, warte. Ich muss Platz machen. Ich hole den ein bisschen später, weil mit der normalen Munition komme ich ja auch klar. Ich verstaue das auch mal kurz, weil ich gerade nicht weiß, wie viel Platz wir brauchen. Wir haben ja die normalen Granaten noch.